man kennt auch seine Stimme jetzt mittlerweile lang genug und hat schon im Ohr, wie es klingen sollte. Und man macht's und ja, es ist weit weg davon und man muss überlegen, woran es liegt und man muss es immer wieder probieren. Es ist immer ein innerer Kampf und manchmal gewinnt auch einfach der andere. Zufälligerweise bin ich Sänger, Musiker und zufälligerweise, wenn es Zufälle gibt, bin ich auch Kampfsportler oder Kampfkünstler, Kunst, ja, ist also sehr nah. Und es gibt also ganz große Parallelen in Körperwahrnehmung, in Präsenz, in dem, was ich will, also die Beschäftigung mit mir selbst. Ja, ich unterrichte Jaido, japanischen Schwertkampf. Und sobald es losgeht, die Drehung sozusagen in die 45 Grad dahin. So, jetzt bist du schon wieder raus. Fiese Nummer. Ja? Manchmal will der Kopf Dinge, die der Körper irgendwie nicht umsetzen kann. Und das kann einen unglaublich wurmen. Also man hat ganz klar, ja, ich muss das machen und den Bewegungsablauf, das ist ja nicht so schwer. Und dann macht man es und der Körper macht irgendwas und es nervt einen total. Und man muss einfach dagegen kämpfen. Sich halt auch nicht mit anderen vergleichen und das ist manchmal halt auch schwer, wenn man sieht, okay, der singt jetzt schon das und das und man denkt so, okay, was ist jetzt eigentlich mit mir? Du traust dem Frieden nicht, dass das kommt, ja, das kommt aber. Trau mal deiner Stimme zu, was kommt und das kommt dann auch, garantiert. Sehr gut. Wer zweifelsfrei ist von sich, also ja, der kommt nicht weiter. Ich glaube, der Zweifel ist eine ganz, ganz große Triebkraft. In meinem normalen Leben bringt mir Jaido einfach eine Größe. Man nimmt die Welt drumherum anders wahr, man nimmt sich anders wahr, weil man einfach eine gewisse Ruhe dann auch hat, weil man weiß, man kann was. Man lernt Balance, man lernt Körperwahrnehmung, mit welchem Bein stehe ich denn jetzt vorn, mit welchem gehe ich jetzt zurück. Ziehen. Jawohl. Und man kann natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges lernen, nämlich die Konfrontation mit einem Gegenüber. Wegschieben. Stich. Da ist mein Partner, da ist der, dem ich vorsinge, vielleicht ein Castingdirektor oder sowas. Und ich mache das jetzt. Ich setze den Schnitt. Man könnte auch sagen, ich singe diesen Ton.